Hallo und herzlich willkommen hier beim Rotarmisten. Wir schauen uns heute die verschiedenen Helmmodelle in der Roten Armee an. Schauen wir uns jetzt das Helmmodell 1939 und 1940 an. Hier wurden einige grundlegende Veränderungen basierend auf den italienischen Helm 1933 vorgenommen. Im direkten Vergleich sieht man, dass die Belüftungslöcher und der dazugehörige Kamm auf der Oberseite des Helms weggelassen worden ist. Und auch der Schirm an der Front fast komplett weggelassen wurde. Was bei den Modellen auch sofort auffällt, ist, dass die Ohrenklappen deutlich kleiner ausgefallen sind. Im Modell 1939 blieb das Innenfutter dem Vorgängermodell gleich und war durch drei Nieten, die außen sichtbar waren, am Helm befestigt. Der Helm war grün lackiert und hatte in einigen seltenen Fällen auch noch einen aufgemalten roten Stern auf der Front. Für den Winter wurde der Helm gekalkt, um ihn weiß zu machen. Das Modell 1940 hatte als einzigen Unterschied zu seinem Vorgänger ein anderes Innenfutter. Es bestand nur noch aus drei gefütterten Polstern, die mit sechs Nieten, die von außen sichtbar waren, am Helm befestigt wurden. So kann man auch ganz leicht anhand der Nieten sehen, um welches Modell es sich handelt. Die drei Polster begünstigten das Tragen des Schiffchens unter dem Helm. Trug man nun das Schiffchen, verbesserte sich der Tragekomfort des Helmes deutlich, da die Polster passgenau angebracht waren und so nicht unangenehm drückten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.